Und wieder schön in der Stadt ein wenig flanieren. Hallo Pippin, der Healer. Also wenn wir genug Gold hätten, dann würde ich ja jetzt auch schon direkt die zwei Dinger holen, aber mir ist das noch einfach noch zu gefährlich. Wobei, dann müssten wir eigentlich Griswolds Edge einfach verkaufen. Bis zum nächsten Level ab dauert es eben noch so lange. Das ist echt ätzend. Buy Items. So, hast du. Ups, das war zu schnell. Book of Flesh. Nein, immer noch nicht. Mist. Staff of Sorcery. 18 zu Magic. Ja, pff, nö, eigentlich nicht benötigt. Weil wir haben ja genug. So, dann wird es wohl wieder in Richtung Potions of Mana gehen. Und da mal ein paar einsacken. Ja, könnte vorerst ausreichen. Ups, jetzt ist die Maus schneller geworden. Nee, das ist zu langsam. Geht's noch? Ui, das ist ja schnell. So, das müsste normal sein. Und ich habe ein paar zu viel mitgenommen. Wow, wir sind in der vierten Reihe. Könnte womöglich erstmal lang. Hey, ja, die Automap ist nicht available in Town. Ich glaube, ich habe mir durch Diablo 2 ein wenig diese Spielerei mit der Automap angewöhnt. Jetzt bin ich nebenbei noch ein bisschen am Überlegen. Auch wenn wir sowieso schon hier oben sind, können wir also das eigentlich nochmal gerade probieren. Ja. Ich habe so das Gefühl, ich fange jede Folge momentan mit so ziemlich demselben Kram an. Safe und nochmal runter in die Katakomben. Aber ich will diese komischen. Ich will dieses Book of Fireball haben. Damit wir da unten mal ein bisschen Schaden raushauen, weil das mit dem. Mit der Firewall, das funktioniert ja nicht. Brauchen wir schon den Fireball. Also die Feuerkugel. Nicht die Feuerwand. Dann hätten wir auch den Ring of Fire. Aber das gibt's nur im Hellfire. Ja, wer hat von euch schon mal das Add-on Hellfire gespielt? Ich habe nämlich mittlerweile gesehen, das ist gar nicht mal von den Book of Firewall, nee, das will ich immer noch nicht. Das ist gar nicht mal von Blizzard selbst, das ist von Sierra. Das heißt, Diablo Expansion Set Hellfire kommt nicht mehr aus dem Hause Blizzard. Na naja, gut, entsprechend schlecht sind natürlich auch die Kritiken geworden, was man da so liest. Bezüglich eben dieses Problems, dass es keinen Support gibt, keinen gescheiten. Es gibt eine Menge Bugs, die haben das, die haben dieses Add-on, haben die praktisch durch die Produktion gepeitscht. Die haben wohl noch Jahre danach einen Haufen Patches rausgebracht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es wirklich besser, einfach nur das Original hier zu spielen. Das gute alte Diablo im Grundspiel. Weitestgehend ohne Bugs. Naja gut, ich meine, hier und da sind halt welche, aber ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so tragisch. Scroll of Fireball, Book of Firebolt, Book of Charge Bolt. Nee. Ist es nicht. Möchte ich nicht. Anstatt mir dann Hellfire noch irgendwie zu besorgen. Wobei es das merkwürdigerweise auch schon im Doppelpack gibt. Also das ist so ein bisschen, ja, ins eigene Bein geschossen, möchte ich es mal nennen. Denn in dem Moment verkauft Blizzard ja auch, oder lässt zumindest das eigene Spiel zusammen mit einem Fremdspiel verkaufen. Und das ist eigentlich bei Blizzard. Naja, es wundert mich ein bisschen. Weil alle Spiele, die Blizzard rausgehauen hat, waren eigentlich absolute Hits. Also jetzt wirklich mal mit Diablo angefangen. Es war nicht das erste Spiel, klar, aber wirklich mal von Diablo angefangen. Das ist heute, beziehungsweise das ist bis heute ein Spiel, auf dem viele andere Spiele aufbauen. Das sind diverse Hack and Slay Genres, keine Ahnung, wie man das genau aussprechen soll. Book of Town Portal möchte ich auch nicht. Gut, dann laufen wir jetzt eben die Folge einfach mal ein bisschen hin und her, damit ihr wisst, was das für eine Arbeit ist, dieses bescheuerte Buch zu holen.
Wo war ich? Ach ja, genau. Das ist bis heute in diesem Hack and Slay immer irgendwo vertreten. Also, ich meine, nicht nur jetzt in den eigenen Spielereien von Diablo 2, Diablo 3. Wobei ich ja immer noch darauf warte, wann dieses Spiel endlich rauskommt. Ich glaube, es soll 70 € kosten. War zumindest mein letzter Stand. Ich weiß nicht, ob der Preis irgendwie sich irgendwie geändert hatte, um das in korrektem Deutsch auszudrücken. Aber das ist, wie gesagt, bis heute essentiell für viele Spiele. Wir haben, also was definitiv als Diablo 2 Nachfolge galt, zunächst war Titan Quest I sense a von, soul in search of oh Gott, wir hatten answers. das rausgebracht, da müsste ich jetzt mal kurz hinten im Regal gucken. Ich habe das auch. Es ist, ja, Also ich finde es jetzt nicht so Bombe. Es ist gut gemacht. Es ist eine prima Story. Ich finde die nicht schlecht. Es ist auch vom Spielgefühl her nicht so übel. Es ist sehr stark an Diablo bzw. Diablo 2 angelehnt. Man hat auch nur, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, zwei Skills hat man, glaube ich, also so Shortcut-mäßig zur Verfügung, die man anwenden kann. Ist ein bisschen her, sind ein paar Tage gewesen. Aber es ist eben auch nur so gesehen ein Nachfolger von Diablo. Es ist kein Spiel, was daran reicht. Es hat auch bei weitem nicht so viele Verkaufsschläge gehabt. Es ist bei weitem nicht so ein Verkaufsschlager gewesen. So. Ja. Es reicht eben nur dran. Es ist kein Diablo-Ersatz. Und es ist genauso wenig eine Parallele zu Diablo. Es ist eben so, naja, sagen wir mal, so Töchterchen, Enkelchen, so in der Richtung. Ja, ansonsten, was auch als Diablo-Klon galt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist, oh Gott, wie heißt das Spiel jetzt? Ich hab's auch auf dem PC. Moment, da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Ich bin gleich wieder da. Schande über mein Haupt, liebe Leute, Schande über mein Haupt. Und zwar, Titan Quest ist von THQ, nochmal kurz reingeworfen. Und ja, eben dieser Diablo 2 Klon, von dem ich geredet hatte, ist Torchlight. Zumindest wurde es bis dato I als Diablo sense a 2 soul in search of bzw. Diablo Klon answers. gehandelt. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob das schon draußen ist, aber es soll zumindest Torchlight 2 demnächst rauskommen. Weiß ich gar nicht. Und sich dann eben entsprechend, naja, wohl weiterentwickelt haben. Torchlight finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Es ist ein anderes Spielerlebnis, sagen wir es mal so. Also es ist ein bisschen witziger gestaltet als Diablo, finde ich. Diablo ist eben noch dieses steife, düstere, Wannabe Halloween, sagen wir es mal so. Und Torchlight ist dann doch schon eher in die Richtung, dass es eben Diablo so ein bisschen aufs Korn nimmt. Es hat natürlich eine, also es ist eigentlich eine komplett andere Story, aber es ist gerade Diablo 1 sehr ähnlich, also dem Spiel hier. Es hat nämlich I auch sense a nur, soul in search of answers. ja, auch ein Labyrinth. Book of Firebolt, Book of Stone Curse, nee, die brauchen wir nicht. Ach, damit wir in der Folge nochmal was killen, gehe ich nochmal runter. Hoffentlich killen wir was und werden nicht, also nicht, dass wir gekillt werden. Es hat eben auch nur diesen einen Dungeon, genauso wie es hier ins Kloster geht. Ihr habt dort auch Portalpunkte, ihr habt genauso Stadtportale, ihr habt genauso Identifikationsschriftrollen. Ihr bekommt Quests, es gibt eben dort noch ein paar andere Besonderheiten, die so aus Diablo 2 bekannt sind.
Aber die Grafik ist eben komplett anders. Die Grafik ist eben im Comic-Stil gehalten. Ich hab's vor, vielleicht irgendwann auch nochmal zu spielen. Also ich spiele es momentan privat ein bisschen. Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die Viecher sind immer noch dagegen nicht resistent. So, dann probieren wir es mal da oben. Nochmal safen. Hier liegt nichts mehr. Wow, hier sind aber doch einige draufgegangen, wie ich sehe. Wow, da kommen schon wieder einige. Wow, das sind viele, das sind viele, das sind viele. Ah, das sind... Ah, gepui, gepui, gepui. Das sind zu viele, das sind zu viele. Autsch. So, Treffer. So, Treffer. Okay, Entschuldigung, dass ich jetzt nebenbei ein bisschen stiller geworden bin. Aber das ist schon wieder reinste Konzentrationsarbeit. So, dann lassen wir die mal einen Meter rankommen. Zumindest auf eine Gerade. Dass wir hier feuern können. So, Treffer. Und wir haben sogar noch so ein Gargoyle. Ups, so ein Vieh vernichtet. Moment, mal kurz auf Firebolt umschalten. Autsch. Ist gar nicht mehr so einfach, zwischendurch zu flüchten und dann auf die Viecher zu ballern. So. Okay, dürfte erstmal gelangt haben. Wo war ich? Torchlight. Genau. Also ich spiele es privat auch. Ich finde es echt nicht übel. Das Diablo-Klon... Naja, ich würde es vielleicht nicht ganz so bezeichnen. Also es ist doch noch... Ah, da existierte noch einer. Es ist vielleicht doch noch ein großer Unterschied zu Diablo. Oh, das ist nicht gut. Ich wusste gar nicht, dass sie so schnell drauf gehen. Ja, jetzt dauert es noch ein Stückchen, bis wir da an das Gold können. Hoffentlich schmilzt das nicht. Wäre nicht so toll. Können wir nochmal einen trinken? Ha, es hat gelangt. So, safe. Aber es ist definitiv gut gemacht. Gerade dieser Comic-Stil und dass sich das Spiel selbst nicht so ernst nimmt, gefällt mir doch, sehr. Ich glaube, auf F8 hatte ich das nicht gelegt. Nein, ich hatte das auf... Moment, jetzt muss ich mal kurz F8 umswitchen. Die F8. Und die F8. Und F8, F8, F8. F8. Aha. Komm, bitte, bitte, bitte. Goldliebe. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh, ouch. Oh, Mistvieh. So. Ja, das Spiel nimmt sich zeitweise einfach selbst nicht so ernst. Ich glaube, das habe ich jetzt auch so schon ziemlich zum 4. oder 5. Mal gesagt. Das Spiel nimmt sich halt einfach nicht so ernst. Nee. Aber nur mal so als kleinen Überblick über diverse Diablo-Nachfolger, die zumindest so gehandelt wurden. Na, oh, wie viele existieren von euch Mistviechern eigentlich noch? Komm, ja, geht. Nein. Nein. Hm, Mist. Geh doch einfach drauf. Tu mir doch den Gefallen und geh einfach drauf. Danke. So. Jetzt haben wir einen Haufen Mana für nichts verballert. Toll. Und weiter können wir auch nicht, weil wir uns jetzt selbst den Weg versperrt haben. Tolle Sache. Ja gut. Dann stelle ich mich hier in die Ecke und save schon mal. Ja. Okay, also wir wissen zumindest, dass der Plan wohl doch ein bisschen aufgeht, den ich hier hatte. Ich werde mich mal nach dem Fireball dann die nächste Zeit irgendwie mal umsehen. Sofern das klappt. Auch wenn das wahrscheinlich wieder einen Haufen Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich hoffe, dass ich bei den nächsten Aufnahmen wieder relativ gesund bin.
und möchte mich bis dahin verabschieden. Wir sehen uns dann wieder und ja, bis dahin. Tschüssili.